Hallihallo und willkommen zurück bei Payday. Wir zwei sind auf der Flucht. Anduin. Hallo, grüß euch. Und ich, Tifa. Ja, wir haben erfolgreich eine Bank ausgeraubt. Und jetzt sind wir... Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir erfolgreich fliegen. Schauen wir, dass wir den Arsch aus dem Kugelhagel bekommen, ja. Ne? Was wird auf uns zukommen? Wir werden irgendwo mit unserem Van der Schiffbruch erlitten haben und müssen zu einem neuen Fluchtpunkt jetzt die Taschen bringen. Transportieren, das heißt einer sichert. Das ist immer Mördergeschichte. Ja. Also ich werde schmeißen. Du sicherst, ihr habt zwei Mummitaschen mit, du nimmst bitte deine Arzttasche mit. Arzttasche ist angeklickt, ja. Passt. Dann gehen wir zurück. Ich wollte noch schauen beim Gewehr, was es da gibt. Na, passt, zurück. Granaten hast du? Granaten habe ich. Ich überlege gerade nur, wie ich die Splittergranaten aktiviere. Ja. Also okay. Die beste ist die Incendiary Granate. Aber ich glaube, die hast du noch nicht. Müssen wir dann einmal schauen, weil da brennen es dann auch. Okay. Und Nahkampfwaffe hast du den Eispickel. Ne? So ist es. Passt. Dann. Passt. Schau mal bei der Armor, ob du eine höhere nehmen kannst. Ich habe schwere Schutzweste. Ich kann die. Hier auf die nächstgrößere, wie die Taschen. Okay, und die Flakweste kann ich nehmen. Ja, nimm da die größte. Panzerung, ich doppelklick, dann ist es verwendet. Ja. Ja. Okay, ja, die habe ich. So, ja, dann. Sind die zwei jetzt wieder. Nein, die sind inhaftiert. Nein, die sind mit. Okay. Gut. Passt. Bereit. Bad news, guys. Fuck. The cops are on our tail. Und die Arschlöcher versuchen dann immer die Kohle zu klauen. They're on us like a fucking sticker. We're gonna fucking crash. Oops. Der Fahrer war's. Und wer ist gefahren? Ich nicht. Okay. Oh, ich lieg. Wo? Irgendwer muss mich aufstellen, aber die machen das schon. Okay. Es kann sein, dass per Zufall einer der Fahrer zum Beginn der Flucht. Wohin müssen wir? Ich würde mal sagen, als erstes einmal alles wegräumen, was da so herumkreucht. Und dann schauen wir sie an, wo wir hin müssen. Ja, kann ich da schon sagen, wir müssen alle Taschen in den Park rein und ganz im Mittelpunkt für den Park bringen. Weil auf der anderen Seite des Parks. Dann nehme ich mir alles einmal zu dem Eingang da vorne. Alles hier zu dem Eingang. Ui, der Vorder. Du tragst das einfach immer über die Stufen rauf. Okay. Ich schau, dass ich alles dahin schmeiß. Okay, ich bin am Weg und über die Stufen rauf ins Zentrum. Über die Stufen und ins Zentrum legen, ja. Okay. Dort stellst du dann auch die Arzttasche auf. Okay. Und ich leg dort auch die Munitionstaschen hin. Ins Zentrum? Ja. Echt? Ins Zentrum, ja. Bei der Statue? Ja. Okay. Arzttasche. Oh, das ist Gold gewesen, habt ihr gesehen? Das fällt nicht einmal die halb so weit wie der Rest. So, ich komm schon. Okay. Wir hatten nämlich dieses Jahr Heilung brauchen, weil... Ah, die sind da oben! Ja, das musst du frei halten da oben. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ah fuck, ich krieg schon. Ah, da ist er! So, ich leg da mal Muni auf. Ja. Hier ist die Arzttasche gleich daneben, gell? Ja. So, da ist Munition. Ich nehme Arzt, Medikamente. Hey, die Tanki, die. Ja, ja, dann müssen wir ja schnell sein. Ja, second. Okay. Also schauen, dass du die Taschen da oben zusammenhältst. Ja. Und bring den Rest. Okay, die ist ein bisschen weit. Okay.
wieder. Weg, 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 weg. Die kommen, die sind da. Ganzer Haus voll. Ich lieg. Okay. Ich bin. Mir wurde aufgeholfen. Ja. Die anderen machen das eher. So, ich hab keine Munition mehr. Hey, du kriegst schon wieder Schaden. Ja. Ich schieß schon. Hinter dem Norden versteckt mich auch schon. So, ich hol da die Tasche, so. Die letzte. Wo ist die Tasche hin? Also die. Okay. So, die da drüben. Was mit dir? Da ist er nicht. Da ist er nicht. So, irgendwo haben sie uns welche verschleppt. Ja. Muss ich jetzt noch holen. Hey, du bist nicht erwünscht. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. So. Okay, du bist auch nicht erwünscht. Die zwei sind eh bei dir, oder lassen die dir alleine? Nein, die sind rundherum. Also, die sind da. Sehr gut. Wir kommen wieder retour mit der ersten, die ja. Uns gestohlen haben. Zwei sind noch weg. Da drüben ist schon der neue Van. Okay. Und wir haben kaum mehr Zeit. Müssen wir die in den Van rein? Ja. Das mache aber ich. Ach so. Du bleib einfach da oben und sichere das. Das übersehen, dass der schon da ist. Nee, es wusste, dass der da kommt, damit wir die Taschen gleich nach hinten, aber der kann an allen vier Kreuzungspunkten auftauchen. So, erste Tasche drinnen. Okay. Komm und hol die nächste. Bin wieder unterwegs. Ja. Ist einer bei dir? Ja, ich schieße da gerade einen nach. Jetzt liege ich komplett. Hey Jungs, helft mir! Es hilft hier keiner. Doch, einer ist bei dir. Das Kaffee ist schon bei dir. Ja, der Herr ist im Unterbeschuss. Bin da, und er bin liegt. Da. Scheiße, scheiße. Ich bin da. Ich stell dich auf und dann stell dich. Du nimmst da dann wieder ein Medikament, wenn du das da ist. Ja. Stell ins Kaffee so. Okay. Was mit dir? Die sprengen auf mich. Ja, immer ducken. Ja. So. Da ist ja die Sau, die Kleine. Da nehmen wir wieder Munition. Und die geh mit der nächsten Tasche. Ja. Scheiße, wir haben nur noch 1,5 Minuten, viel zu wenig. Oh Gott, sie kommen aus dem Hubschrauber. Kann man den runterknallen? Nein. Schlecht. Na da. Schlecht. Ist ganz schlecht. Schlecht. Ja. Naja, wir sind viel zu langsam. Das muss viel schneller gehen. Okay. Er stellt dich auf, ja. Dann nimmt er die nächste Tasche. Hab schon eine. Hat jetzt einer aufgestellt, oder? Ich glaub dabei. So. So. Ich frag mich nur, wer mich da anknallt. Du läufst jetzt nicht zum Himmel. Ja, wenn nicht. Bin ich schon da. Stell dich auf.
sie killen jetzt nicht. Die Zeit kann ich nichts machen. So, du stehst. Ich bin in der Tasche und du bist nicht. Hi. Na, das schafft man nicht. Das geht so zeitlich nicht mehr aus. Ich kann nicht gehen. Aber oh, shit. Ja, so kann's gehen. Ja, die Flucht müssen wir nochmal machen. Okay. Achso, das ist jetzt nur mal die Statistik. Ich überlege gerade, was besser ist, dass ich wieder auf die Maschine. Auf den Laufweg gehe. So. Können wir die wieder nehmen? Das, das, das. Irgendwie. Nehmen wir die Kombination. So. Geht's? Okay. Bereit. Bereit. Es ist, glaube ich, wieder der gleiche Punkt. Okay. Lass mir besser achten auf den Fluchtwehen. Also, ja, ja. Ich hätte auch schon. Ja, sobald der kommt. Okay. So. Aber ich hab's auch übersehen. So, wo sind wir? Ja, wir sind wieder im Fall. Alles anders. Ich leg da eine Munitionstasche hin. So, wo sind unsere Packs? Wir flüchten ohne Packs. Ah, okay. Dann erleichtern sie schon sich. Okay. Wohin ist die Frage? Der kommt erst. Jetzt müssen wir mal am Leben bleiben, bis der. Bis der Fluchtwagen kommt dann rein. Von den Stiegen kommt keiner runter. Du könntest dich am besten da ungefähr positionieren, da wo ich jetzt bin. Ja. Weil da hast du dieses Munitionspack. Okay. Soll ich da hinten mein Versorgungspack aufheben? Du kannst aufstellen da hinten, ja. Teiles, wenn er da vorne stehen lassen muss, wieder mal. Der kommt über den Wagen. Ja. Munition aus ist, das Minipack, dann sagst du nicht. Irgendwo hab ich auch einen. Alter. Alter. Was ist denn? Der Wagen kommt nicht. Ja, das dauert immer ein bisschen. Vielleicht sagt, dass wir von unserer Beute nichts. Ah, er ist da. Sammle nochmal Munition. Heil dich. Ich heile mich. Ich sammle mich und heile mich. So. Munition hast? Ja, haben wir noch nicht. So. Einfach hinter mir nach. Okay. Ich schalte die zwei wieder ab. Ja, bewegt sie wieder. Der bewegt sie auch wieder. So, hinter mir nach. Machen wir es langsam. Aber
alles, was vor uns ist, um das kümmere ich mich. Du schaust zeitlich ein bisschen hinter uns. Bist du da? Ja, ich bin da. So, springt. Warum kann ich nicht springen? Da, ich kann passt. Ja, fertig. Fertig. Das war jetzt leichter. Es waren auch viel weniger Gegner als mit dem anderen. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, Beute eingeboost. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir gekriegt. Nein, ist alles da. Na, passt, ja. Statistik der Crew sieht man da immer. Statistik die eigene Pakete. Mhm. Falls man welche findet, dieses Mal haben wir keine mitgenommen. Treffergenheuchtigkeit 23%, ist ein bisschen mager. Ja, ich war nur 28. Ah, Gesamt. Kills ist immer nur in diesem Bereich, gell? In dem, ja. Ja, wo das, das wäre ein bisschen wenig, die Statistik, dass ich nur zwei... von der Bank war ja vorher. Okay, na, die habe ich blöderweise nicht angesehen. Gut, Enter. Und jetzt kommt das Kartenziehen und genau hier bekommt man Masken, Zubehör zu den Waffen, zum Farben, zum Einfärben von irgendwelchen Masken und so. Man sucht sich eine Karte aus, der Rest wird aufgedeckt, das wäre das, was wir halt bekommen hätten. Wenn man die andere nimmt. Die Tibra bekommt dann Safe. Cool. Und bei mir ist ein Muster. Ja. Wow, Sungrass Safe, der ganz neue. Das macht Sinn. Cool. Enter, weiter zur Lobby. Dann wird euch die Tibra jetzt gleich zeigen, wie man den Safe öffnet. Und zwar ist das, ja, also wir sind hier fertig. Wir verlassen die Lobby. Verlassen wir es oder bleiben wir drinnen? Ich glaube, du kannst von da in Safe nicht aufmachen. Ja, da müssen wir raus. Lobby okay, verlassen. Lobby verlassen, ja. Ja. Dann gehe ich mal ins Versteck, oder? Nein, musst du nicht. Du nicht? Gehst auf okay. Steam Inventar. Gleich unter Inventar. Steam Inventar. Ja, genau. Da müsstest du jetzt den Safe sehen. Bestätigen. Bestätigen. Ja. Oder Safe öffnen. Könntest du auch gleich, aber bestätigt nochmal, dass da nichts schief geht. Dann klickst du nochmal an in der Liste. Und jetzt kannst du irgendwo öffnen oder so. Gibt's jetzt? Tresor öffnen. Ja. Genau. Jetzt läuft's. Es läuft, es läuft. Beim Roulette. Und dort, wo es stehen bleibt. Und zwar sind das immer Muster für die Waffen. Was für Farbe hat das Muster? Also den Hintergrund, das hat so einen Balken. Blau. Ist ein gewöhnliches Muster. Es gibt dann Violett, Rot und die, Gelb. Die Meier, der Name ist lila eingefärbt, aber die Gun, die ich hier sehe, hat ein blaues Muster. Ach so, na dann ist schon ein ungewöhnliches Muster, das ist schon was Höheres. Ist ja nett. Für welche Waffe? Schaut aus wie eine Schrotflinte, würde ich sagen. Cool, ja, super. Zumindest okay. Hat die ein riesen Rohr drauf. Ja. Okay, schaut ja nett aus mit Blümchen, wollte ich dir noch sagen. Mit Blümchen. Blau mit Blümchen, ja. Na. Passend für mich. Okay, das war's, glaube ich, ne? Ja, gehst du noch mal raus, weil dann zeigen wir vielleicht jetzt noch kurz, dass Perk-Punkte dazugekommen sind. Okay, dazu können wir ins normale Inventar. Im normalen ja, Inventar auf die Perk-Decks. Hier auf die Perk-Decks. Ja. Das zählt okay, jetzt hoch, kann man mit zählt. OK bestätigen. Ja, es ist doch nett. Und dann kann man es in das jeweilige Perk, was man sich gerade freischaltet, das Perk-Deck, kann man die Punkte investieren. Ich habe meine jetzt schon rein. Ah, wo stehen denn die Punkte? Ich glaube da unten 9. Okay, ich bin noch auf Schurke. Da, ja. Okay, und jetzt? Okay. Was bei der Tibra sicher auch dazugekommen ist, ist unter Fertigkeiten. Das ist das 1 drüber in der rechten Spalte. Ja, Fertigkeiten müsstest Punkte dazu bekommen haben. 3 Punkte, ja? Ja, bitte. 1 normal. Kannst wieder was aussuchen. Ja, ich bin noch im Vollstrecker drin. Also da im Vollstrecker wäre zum Beispiel wichtig der Tank. Ja, den habe ich schon schon ziemlich weit. Ja. Okay, und das bis rauf. Mhm. Weil ganz oben der Iron Man, da kriegst du dann die höchste Rüstung. Der fehlt mir noch. Ja. Volltreffer. Ich habe den Volltreffer gewählt.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, gut. Das war's. Also dann, wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein, wenn wir wieder mal eine Bank ausrauben, ein Juwelier überfallen, Autos klauen oder sonst irgendwas dieser Art und mal sehen, wie es uns dann geht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.